Ich gehe den weiten Weg durch die Wüste der Einsamkeit, sehe überall dasselbe, Tränen, Hass und Leid. Meine Augen sind müde, mein Herz ist schwer, mein Pass hat eine Nummer, doch der Name zählt nicht mehr. Ich schlafe bei den Tieren, ich treibe mit dem Wind, werd von jedermann gemieden, den noch aller Menschen kennt. Wenn ein Fremder, lass mich in deine Tür, nimm mich auf für eine Nacht und wärme mich an dir. Wenn Andalusia, wenn Armenia, wenn ein Wanderer nicht für immer da, ich komm von irgendwo, ich geh dann nirgendwo. Wenn ein Fremder, wenn der Somalia, Vater stammt vom Golgatha, Mutter aus Malaysia, sie kamen über Afrika. Wenn Andalusia, wenn Armenia, wenn ein Fremder. Ich bin der, den du vermeidest, ich bin der, den du verschweigst. Wenn der Hass in deinem Herzen, das Misstrauen, das du zeigst, du kannst mich auf den Straßen der großen Städte sehen, ungezählt und heimatlos, die in der Schlange stehen. Ich trage fremde Kleider, ich esse fremdes Brot, doch so fremd ich dir auch bin, such ich auch deinen Gott. Es gibt wenig Unterschiede zwischen dir und mir, wir sind Reisende auf Zeit und nicht für immer hier. Zu dieser Veranstaltung im Namen der Stadt Mölln auch unsere Bürgervorsteherin Lieselotte Nagen, und ich freue mich, dass sie so zu unserer Solidarität auszudrücken. Solidarität mit unserem Möllner Moscheeverein und unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unserer Stadt. Veranstaltungen, die sich hier vor der Moschee bzw. in der Moschee ereignet haben, die sind abstoßend, die sind widerlich und die sind sehr wahrscheinlich auch eine ganz bewusste Provokation. Und sie sind, das muss man auch sagen, sie sind eine Straftat. Das muss den Tätern auch bewusst sein. Auch wenn sich bislang noch niemand dazu bekannt hat, zu diesen Taten, können wir eigentlich nur davon ausgehen, dass die Täter aus einem Umfeld kommen, das zu Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit neigt und die es in Kauf nehmen, eine kirchliche Einrichtung, ein Gotteshaus zu schänden und den Ruf unserer Stadt Mölln damit auch zu schädigen. Wir wollen nicht, das ist uns auch vorgeworfen, jede Provokation hochstilisieren, die für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund und erst recht für die Asylbewerber und Flüchtlinge in unserer Stadt leider allzu häufig mittlerweile schon zum Alltag gehören. Aber mit diesen Veranstaltungen und mit diesen Verschmutzungen ist eindeutig die Grenze überschritten, die auch eine eindeutige Reaktion von uns allen erfordert, auch in dieser Form, wie wir hier heute zusammengekommen sind. Vor allen Dingen aber, lieber Hamid Şebeci, liebe türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst einmal einen ganz herzlichen Dank an die Stadt Mölln. So viele
der Menschen hier heute Vormittag beweist dies noch einmal ausdrücklich. Mölln steht zusammen, wenn es darum geht, Solidarität und auch Empörung zu zeigen. Solidarität mit den muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Empörung gegenüber dem, was man ihnen angetan hat. Es bleibt die beschämende Frage, und die treibt mich tatsächlich um, und glaube viele von uns, es bleibt die beschämende Frage, was treibt Menschen dazu, ein Gotteshaus zu schänden und damit die religiösen Gefühle von Mitmenschen zutiefst zu verletzen. Im Namen der Kirchen, die ganz selbstverständlich, muss ich sagen, ihre Betroffenheit und auch ihre Unterstützung über diese unglaublichen Vorgänge hier zum Ausdruck gebracht haben und alle ihre Solidarität erklärt haben, spricht Frau Petra Kallis, die auch hinter mir steht, die ist Pöpstin für den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis in Lübeck-Lauenburg. Liebe Mitglieder der muslimischen Gemeinde hier in Mölln, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zunächst überbringe ich Ihnen die Grüße von Bischöfin Kirsten Fers und meiner Kollegin Pröbstin Eiden, die beide heute leider nicht hier sein können, und den Mitgliedern unseres Kirchenkreisrates. Und ebenso die Grüße des Forums Norddeutschland Kirche und Rechtsextremismus, das gerade in Beek tagt. Ebenso wie Sie alle sind auch wir entsetzt. Sehr verehrte Teilnehmer, sehr verehrte Damen und Herren, wir verurteilen die letzten abscheulichen Angriffe auf die Möllner Fatih-Sultan-Moschee, die Verunstaltung und Sachbeschädigung verursacht haben. Sogleich verurteilen wir die Täter und die krankhafte Besinnung, die dahinter steckt, auf die Schärfste. Nachdem uns eine kurze Ansprache halten. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, es war die Nacht des 23. November 1992 hier in Mölln, als die schrecklichen Verbrechen mit rechtsextremistischem Hintergrund passierten und drei Menschen in den Flammen des Schreckens ihren Tod finden mussten. Sie mussten auf schreckliche Weise sterben, weil sie sogenannte Ausländer waren. Dieses Verbrechen hat uns alle zutiefst erschüttert und ist uns heute noch in Erinnerung, als wäre es gestern passiert. Und gerade deshalb hat unser gemeinsamer Schmerz und unser gemeinsames Entsetzen uns allen Kraft und Glaube gegeben, dass wir gemeinsam deutsche wie nicht-deutsche Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, aber auch anderswo viel mehr gegen Hass und Gewalt unternehmen können. Diese Solidarität, die wir von unseren deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern erfahren, zeigt uns allen immer wieder, dass wir gemeinsam viel stärker gegen Gewalt und Extremismus vorgehen können. Wir können gemeinsam viel stärker eine weltoffene und tolerante Gesellschaft aufbauen und hieran werden wir in Zukunft noch intensiver zusammenarbeiten. Und solidarisch zeigen mit allen unterdrückten Menschen, seien es Muslime, Christen, Juden, Jesiden oder andere Weltanschauung. Wir wollen sie alle an diesem Tag in unsere Gebete einschließen. Bei der Aktion hier in Mölln lade ich auch Sie, meine lieben Freunde, ein, am 19. in unsere Gemeinde zu kommen, um mit uns ein Zeichen gegen Intoleranz und Gewalt und ein Zeichen für Menschenwürde und Frieden zu setzen. Denn Religion darf niemals für Gewalt instrumentalisiert werden. Religion muss in allen Teilen der Welt in seiner friedlichen Botschaft ausgelebt werden. Und genau dazu stehen wir, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir stehen für ein Deutschland, in dem alle in Freiheit und gegenseitigem Respekt ohne Angst leben und sich sicher fühlen können. Wir sind stolz auf die bunte Vielfalt unserer Gesellschaft und dazu gehören auch freie Kirchen, freie Moscheen und freie Synagogen. Meine lieben Freunde, Migration begleitet die Menschheit seit den Anfängen der Zivilisation. Auch Deutschland hat in seiner langen Geschichte schon große Integrationsleistungen vollbracht. Und mittlerweile ist sie auch die Heimat der hier lebenden Muslime. Wie sie auch die Heimat vieler anderer Menschen ist, die zu uns aus vielen unterschiedlichen Ländern gekommen sind und heute ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland gefunden haben. Es ist diese Vielfalt, die unser Deutschland so schön macht.
Und dieses schöne Deutschland lassen wir uns von intoleranten und gewalttätigen Menschen nicht zerstören, meine lieben Freunde. Wir blicken in unserer Geschichte auf die schrecklichen Erfahrungen aus zwei Weltkriegen und 12 Jahre nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Wir müssen immer für die Zukunft leben, aber wir dürfen auch niemals die Vergangenheit dabei vergessen. Daher ist es wichtig, uns immer für eine starke und wehrhafte Demokratie einzusetzen, eine Demokratie, die für Toleranz und Freiheit einsteht und in der Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, Antisemitismus und Extremismus, egal welcher Art, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter, keinen Platz hat. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Rechtsradikalen möchten uns einschüchtern. Sie möchten den Eindruck erwecken, als würden sie die Unterstützung der Gesellschaft haben. Doch wir, die Menschen mit Migrationshintergrund, wissen ganz genau, dass die ganz große Mehrheit in Deutschland die Nazis und ihre Aggression auf uns und unsere Moscheen verabscheut. Denn Deutschland ist ein modernes, aufgeklärtes und tolerantes Land. Ich bin stolz, in Deutschland zu leben. Ich bin stolz, heute mit Ihnen allen gemeinsam gegen Rassismus und für die Freiheit zu demonstrieren zu können. Deshalb ist es ein ermutigendes Zeichen, dass Sie alle, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, so zahlreich zu dieser Kundgebung gegen Rassismus gekommen sind, um ein deutliches Zeichen gegen Intoleranz zu setzen. Stehen Sie auch in Zukunft gemeinsam mit uns für gegenseitigen Respekt, Anerkennung und Gleichberechtigung ein. Helfen Sie mit, dass unser Land weltoffen und eine friedliche Heimat für uns alle bleibt. In diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie heute mit Ihrer Teilnahme dieses starke Zeichen gesetzt haben. Haben Sie alle herzlichen Dank. Zu Beginn möchte ich mich im Namen der türkisch-islamischen Gemeinde Mölln für Ihr Kommen und für Ihre Unterstützung bedanken. Leider ist der Grund für unser Zusammenkommen heute kein erfreulicher. Aber erfreulich ist die Tatsache, dass an einem Samstagvormittag so viele Menschen hier versammelt sind und sich solidarisch mit uns zeigen. Viele aus meiner Gemeinde leben seit mehreren Jahrzehnten hier oder sind gar hier geboren. Nicht wenige sind in dritter oder vierter Generation hier und fühlen sich als ein Teil dieser Gesellschaft. Es ist unser Zuhause und wir lieben dieses Land genauso wie jeder andere auch.